So, und es geht auch direkt weiter mit Genshin. So, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Kurz den Questlog. Zeitung von Wolken und Nebel. Warte mal dahin. Ja, unten. Was soll ich eigentlich jetzt machen? Sollte eigentlich nur Venti folgen, oder? Hat da irgendwas gesagt? Wollten wir nicht eigentlich um zur Kathedrale gehen? Halt! Citizens, what noble errand brings you? Is Kaya here? We need him for something. Captain Kaya? He's on duty in Jean's office. Huh? Why is he in Jean's office? The Windbloom Festival celebrations have always been hosted by the Knights of Favonius. During the festivities, Master Jean personally goes out on patrol. Captain Kaya takes over her administrative duties during that period. Ist das gerade ein Custom-Modell für jemanden, der auch einen Namen hat? Offenbar. Oder stand er schon immer hier? Vor allem, der ist alt. Oder älter. In den 40ern bestimmt schon. Interessant. Okay. Ist interessant. Sehr interessant. Ich störte mal so ein bisschen an dem Mixer, also dem Lautstärke-Mixer von Streamlabs, dass da irgendwie keine Zahlen stehen. Sondern nur der Balken. Das macht das Ganze zum Abmischen immer so ein bisschen blöd. Bei der letzten also vorletzten Aufnahme, wo ich dann geflüstert habe gegen Ende, da war ich ein bisschen abgehakt halt. Aber weitestgehend zu hören. Wenn ich nicht komplett kurz. Jetzt gerade. Also jetzt war gerade auf jeden Fall der Pegel weg. Das ist halt, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das Ganze irgendwann bei Mitte des Jahres, wenn sich die PC-Preise normalisieren. Ich habe Hoffnung. Merkt man das? Wir haben fast April und ich wollte... Ich meine, ich sag mal so. Mit jedem Monat, den ich mir den Rechner nicht kaufe, den ich eigentlich schon im November haben wollte zum Geburtstag, je Monat, den ich warte, desto mehr bin ich bereit auszugeben. Also zwischen 50 und 100 € pro Monat mehr macht... Wenn wir Dezember oder wenn wir Januar als Grenze nehmen, habe ich jetzt schon 300 € mehr, die ich ausgeben wollte. Und meine Grenze war eigentlich so erst 2,2 mit Zusammenbau. Also 2 ungefähr allgemein. Also ich wäre mittlerweile bei 2,5. Ich meine, gut, irgendwann kann ich mir auch den Rechner zu den Wucherpreisen kaufen. Das sehe ich aber nicht ein. Ich könnte, aber ich will nicht. Ich unterstütze das Ganze nicht. Außer mein Rechner wird jetzt von heute auf morgen sagen, nö, ich mache nicht mehr. Dann würde ich natürlich direkt mir zum teuren Preis die Sachen kaufen. Aber naja. So, da hinten liegt irgendwas in der Ecke. Eintrag zu Veras Trübsinn. Ich habe ja auch noch die ganzen Bücher von Genshin. Ich muss mal gucken, ob ich einen Guide finde, wo ich dann wirklich alle Bücher sammeln kann. Und dann werde ich gucken, ob ich entweder einmal alle vorlese oder alle lese. Das Vorlesen ist natürlich dann... Da werde ich mir wahrscheinlich dann gucken, dass ich Screenshots davon mache und das Ganze dann einfach als Audiodatei aufnehme und dann zurechtschneide. Also am Stück vorlesen ist dann eventuell schwer. Ja, dein Kopf wird übrigens gerade von einem Kronleuchter verdeckt. Studien zu Helichol-Büräuchen, Band 3. Checken die gerade neue Bücher hier? Was ist das denn Ding? Roter Zettel, roter Zettel, roter Zettel? Sollen das darstellen? Oh. Ist noch irgendwo ein Buch? Nö. Kaya. Kaya! Kaya. Traveler, Paimon, you're here! I was just thinking about you two, and now here you are. How fortuitous. Kaya, did you do your homework? I'm afraid I must disappoint you. I haven't even started writing it yet. Hmm, students that don't hand in their homework on time aren't exactly model students now, are they? And what excuse does Kaya have for not handing in his homework? Well, as you can see, I'm helping Master Jean take care of various matters. Mondstadt is a hive of activity over the festive period. Accordingly, there's a multitude of things that need sorting. I've been at it for a good while now. Traveler, can I ask for a favor? I have a drinking buddy that wants me to help him with something, but I'm much too busy. Can I entrust this matter to you? A drinking buddy? A friend you met at the tavern?
That's right. I often go to the tavern when not on duty. Somehow, I seem to have made quite a few acquaintances that way. His name is Nimrod. He's never far from the tavern. He should be free right now. Thanks for the help. I'd better stay behind and get started on my homework. Viel Glück, Kaia. Oh Gott, der Trunkenbold Nimrod. Ah, super. Können wir ihn wohl endlich bekehren? Wahrscheinlich nicht. Ich rand mit diesen ganzen Event-Dingern jetzt immer noch. Wie ist es eigentlich mit Leuten, die später anfangen mit dem Spiel, also nach dem Event? Das sind ja schon irgendwie story-relevante Queste, diese Event-Quest-Dinger. Ich frage mich, ob man die halt im Nachhinein noch spielen kann, nur halt dann ohne Belohnung. Deswegen, weiß nicht. Es ist so ein bisschen dieser fade Beigeschmack, weswegen man dieses Spiel halt wirklich weiterspielen muss und nicht pausieren kann zwischendurch. Wenn man halt wirklich alles mitbekommen möchte, also storytechnisch, Nebenquestmäßig und so weiter. Aber gut, hier sind wir jetzt so First World Problems ungefähr. Aber naja, mal gucken. Bisher spiele ich es ja relativ aktiv. Jetzt eigentlich ein halbes Jahr, oder? Das ist ein Oktober, November, Dezember, Januar, Februar und... Ja doch, ein halbes Jahr mittlerweile. Kommt mir gar nicht so lang vor. So, Nimrod. Wo ist er denn? Betrunken am Tisch, okay. Mit einer Katze. Katze hat noch ein Bier vor sich stehen. Super. Denkt sie das wohl? Was? What should I do? You must be Nimrod. Kaia mentioned there was something you wanted him to take care of. He's busy right now, but we can help. Oh, Traveler. I didn't realize it was you. It's like this. I'm planning to give a gift to my wife for the Windbloom Festival, and I wanted my drinking buddy Kaia to come up with a gift idea. I'm afraid I'm a bit of a drunkard. I'm nearly always in the tavern. My wife hates me drinking, so we're constantly arguing. Another day, another drunkard. I can empathize. I don't mind a drink or two myself. Then again, and I'm not one to judge, but by the looks of your drinking habits, I know, she's right, of course. I feel like I have to make it up to her. Traveler, can you help me gather some materials? I want to make a gift for her myself. I should have made preparations in advance, but I've barely been sober these last few days. I fell asleep, and when I woke up, the celebrations had already begun. Now I'll never have time to finish it by myself. Yeesh, this guy is a mess! Single folks in Mondstadt would never dare get others to help them during the festive period. It's lucky you're already married, Nimrod. You're telling me. I'm sorry. Here I am making a fool of myself in front of all of you. What's done is done. Spit it out then, how can we help? I'm going to look for wood in the city, and we'll need plants to place inside. Those only grow in the wild. Could I ask you to retrieve them? I need two stems of small lampgrass. Small lampgrass and wood? What are you making exactly? I want to make her a little wooden house with glowing flowers and handmade furniture inside. Aw, such a thoughtful gift. A token of my love. Back when I'd only just gotten to know her, I used to make handmade gifts for her all the time. She loved them. She even used to say that it was... excuse me. Let's put the past aside for the moment. Thank you all for your help. Lucky you came across such kind-hearted assistance, hmm? All right, let's go and find those materials.
Okay. Ich hoffe, ich kann einfach die geben, die ich habe. Und er will in der Stadt Holz sammeln. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, aber okay. Außer er nimmt eine Kiste auseinander. Von daher, das wäre noch fast möglich. Ich frage mich bei diesen Kisten hier immer. Na klar, hier sind jetzt ein paar Bretter und sind Nägel reingeschlagen. Aber ich habe mich immer gefragt, wie diese Kisten wirklich auseinandergedrückt bleiben. Weil diese Holzbretter sind ja eigentlich nicht gebogen. Oder doch? Egal, also ich meine, klar, es hat was mit Physik zu tun und Druck und so weiter, aber trotzdem. Kisten oder Fester sind für mich halt eine Faszination. Hin und wieder. Nimrod. Thank you so much. With these materials, I can get to work straight away. Remember, a gift can't solve everything. You need to start being fair to your wife, too. I will. I will. I do hope she likes my gift, though. Everyone likes a gift given with love. Don't worry. Make it a good one. Don't go wasting those materials. They weren't easy to find, you know. Okay, das kann ich ja Bescheid geben. Ja gut, ich bock mich darüber. Das geht schneller. 5 Sekunden Ladescreen gegen 30 Sekunden mindestens rennen. Hui! Okay, und fallen. Fallen habe ich fast vergessen. Ich wünsche, man könnte sich in Häuser reinporten. Das wird manches sehr viel schneller machen. Ah. Ich habe schon mal überlegt, ob ich vielleicht mein Mikro wieder unten an den Tisch ranhole. Weil theoretisch. Das Problem, wenn ich mein Mikro an den Tisch, also mein Mikro von unten ranhole, dann. Ja. Werde ich halt wahrscheinlich das Maus-Tastaturklicker noch deutlicher haben. Wobei. Alles, was hinterm Mikro ist, wird ja eigentlich. Wird trotzdem aufgenommen, weil ich höre teilweise durchs Mikro Sachen, die in der Küche passieren, aber. Rein von der Theorie. Hm. Dann muss ich es immer wieder zurückschieben und wieder vorziehen. Ja, wobei ich habe halt mittlerweile einen relativ großen Tisch halt. Ist. Ich weiß gar nicht, wie lang ist denn das Ding? Habe ich hier irgendwas rumliegen, mit dem ich mal kurz testen kann? Wie lang der ungefähr ist? Warte. Einmal, zweimal. Also viermal die Pikachu-Packung. Also wenn ich den ganzen in der Ecke packen würde, dann wird das Mikro. Es kommt. Wenn ich es von hinten anrechne, von der Tischkante bis hier vorne, dann ist es halt auch irgendwie nicht ganz so geil, weil es kommt mit einem kleinen Knick. Es würde ungefähr genauso breit sein wie. What the fuck? Ciao. So dark. Okay, seine Vergangenheit macht ihm zu schaffen. Ja, so 40 cm, das heißt, ich habe eine Länge von da nach da. Ja, das wäre gerade so ganz knapp vor mir. Also, er kann es auch über mir lassen. Vorteil wäre natürlich, wenn ich es von der Seite habe, dann brauche ich, kann ich die Kamera weiter nach unten stellen noch. Aber, naja. Ne, weiter nach oben stellen, dann sieht man eventuell den Kopf wieder mehr oder was über dem Kopf ist. Eigentlich ist es so, wie es gerade ist, okay. Also was mache ich mir Gedanken. So, Kaeya. We're back. Kaeya, have you finished? Time to hand in your homework. Welcome back. I'm just finishing up. Go, go, go. Hand it in, hand it in. All right, all right. Now then, no hurting my feelings. Oh. Tone Deaf Bard, what grade did he get? Kaeya, may I read this out loud? Feel free. Me Mahuya. Means I love you, in the language of the Hilly Churls. Eh? Huh? That's it. That's it? Coherent and to the point. Plus, the length seems about right. What? Are you writing a Hilly Churly in phrasebook? Bitte was? Lächerlich, wo bleibt denn die Romantik? Zynisch oder böse? Machen wir zynisch.
A love poem has to convey the style of its author, you know? I'm not sure you took the exercise seriously. Wait! So we're just gonna gloss over the fact that Kaya can speak Hilly-Churlian? Weird. Don't underestimate the hidden knowledge of the Knights of Favonius, cavalry captain. All right then, time to collect the next student's homework. Huh? I just caught sight of a suspicious figure. I must go and investigate. Traveler, I have another small task for you. The church has applied to us for a hunting license. Please take these official documents to the cathedral. Running errands again. Man kann echt hier rausgucken. Macht das Sinn, das Bild, was wir hier gerade sehen? An der Stadt? Macht halbwegs Sinn. Warte. Da ist der Eingang. Das heißt, das. Nee, das macht gar keinen Sinn. Mal abgesehen von den Low-Poly-Modellen. Moment, oder liege ich gerade falsch? Öffnen. Da ist der Haupteingang. Da ist der Stadtinnere. Da ist Clays Verbrechenszimmer. Das heißt, da sieht man die Seite nach Quelling. Oder weniger. Ich weiß gar nicht, was außen daneben liegt. Aber so groß ist der Weg definitiv nicht, oder? Doch. Ich kann doch hinkommen. Das hier hinten. Platz da unten, der wirkt halt mehr wie eigentlich hinterm Gebäude. Okay, ich guck mal von draußen gleich nach. Wolltest du K.R. sich jetzt einfach aus Affäre ziehen? Wahrscheinlich. Fun Fact, K.R. ist ein Helichul, der menschlich geworden ist. Deswegen kann er helichulisch. Das ist die Idee. So. Gucken. Hier ist das Fenster. Und die Sicht aus dem Fenster macht absolut gar keinen Sinn, weil hier ist gar keine Mauer. Wenn wir das Fenster als Beispiel nehmen. Also wir sind drinnen gewesen, haben hier rausgeguckt und haben den Eingangsbereich gesehen, die Burgmauern und ganz viel Stadt. Hier ist nichts. So, wenn wir das Fenster hinten nehmen würden, was auch keinen Sinn macht. Wobei das ist dann... Das macht gar keinen Sinn von außen und von innen. Weil... Das Fenster existiert gar nicht in dem Raum. Das ist falsch. Und hier existiert auch keins. Das wäre erst wieder das hier. Das hier hinten ist aber die Gefängnisfensterzelle eigentlich. So. Wir haben quasi, im Endeffekt haben wir so halbwegs den Platz hier gesehen. Was aber auch prinzipiell keinen Sinn macht, weil das dann vom Gebäudegrundriss wieder nicht geht. Weil da die Bibliothek ist. Ergo... Schön, dass sie durch die Fenster zumindest halbwegs was zu sehen haben. Aber sie haben definitiv nicht die richtige Welt ja, dargestellt. Und das ist sowas, was ich schade finde. Das sind solche Details. Das müssten sie eigentlich mal Lisa, anpassen. Lisa, we need to establish some ground rules. If we do end up apprehending any drunken troublemakers, no electrocutions, okay? Bitte was? Okay. Fuck, ist das an Lisas Hut? Oh, Jean, you misunderstand me. That intoxicated fellow you witnessed last time was practically begging me to be shocked. It makes me wonder if some people don't actually quite enjoy getting... Lisa? Very well, then. If you insist. Jean! Lisa! Greetings, ladies. It's been a while. Stimmt, ich habe beim letzten Mal darüber geredet, dass es kaum Charaktere gibt mit Brustumfang. Ich glaube, Lisa hat doch so ein bisschen Brustumfang. Und Jean, ja, weniger als Lisa, würde ich jetzt sagen, aber ist okay. Ich wäre mit beiden zufrieden. Ich glaube, Rosaria schlägt beide. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob Rosaria... Ich bräuchte Rosaria daneben gestellt, damit ich es entscheiden könnte. bleiben wir aber dabei. Die ganzen liebe Mädchen haben definitiv keine Brust. Die haben A, wenn überhaupt B-Körbchen. Die hier so schon eher C. Geschätzt. Und Venti hat auch ein A-Körbchen und ist ein Fanboy. Ich mag eigentlich mag ich sein Outfit. Ich mag nur den, ja, mittleren Teil nicht. Gegen die Badenstrumpfhosen habe ich nichts.
Gegen sein komisches Cape habe ich auch nichts. Die Mütze kann man drüber streiten. Der Rest ist halt irgendwie, es ist ein Badenoutfit, aber ich mag's nicht. Naja, was macht ihr beiden hier? A while indeed. As you can see, Lisa and I are on duty. Oh, it's Cutie and friends. Did you see any suspicious people on the way here? If you do see anything, report straight to the Knights. Since when do librarians go out on patrol? Rarely, but this is the Windbloom Festival, and they need all hands on deck. Even the humble clerical staff like me. Lisa, humble clerical staff do not wield Electro the way you do. Please do not be alarmed. I will keep my eyes on Lisa, especially since she seems to enjoy electrocuting people just to break up a scuffle, not to mention shocking drunkards until they beg for mercy. If you don't like it, I can happily refrain. Is that a promise? Good. Otherwise, I'm going to have to reconsider whether I want a librarian on patrol with me. Paima never knew being on patrol could be so exciting! Aha, spricht Barbara. Achso, cool. Jetzt dürfen wir mit ihr sprechen. Warum will die Kathedrale, die Kirche, einen Jagdschein? Das ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Von mir aus. Was? Oh, Bennett. Barbara, Kaya sent us to deliver the... How dare they? This is sheer intimidation. How could somebody do this? Huh? What's happened? I received a letter. Oh, it says... Let me. I just came back from the wilderness. As usual, I came by the cathedral to ask the sisters to patch me up. That's when I saw Barbara running out, white as a sheet. She was holding a letter. I've never received a letter like this before. Can I take a look? Dear Barbara, I've stolen the thing most precious to you and buried it. Huh. Could this be an attempted intimidation? It's awful. Is it a joke? If so, we don't need to worry. But... But... What if it's real? There's a map on the back. Isn't that out in the wilderness? The thing most precious to you. Buried. That location on the map is familiar. I've definitely been there before. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Wer vergräbt denn bitte schön Schätze? Fällt mir nur Klee ein. War will Klee was klauen von Barbara? Wahrscheinlich nicht. Also, was ist dir am wertvollsten? I can't think straight right now. Nothing makes sense. Oh. What? It's coming to me. It's coming to me. The thing most precious to me. Wait, could it be? Oh no! Barbara, hey, slow down! Aha! I got it! The Thousand Winds Temple! Bennett, was? Hey! Why are they in such a hurry? Let's catch up with them. Hol Barbara ein. Ja, toll, wo ist die hin? Das ist jetzt irgendwie, ja. Interessant. Meine Schwester? Slow down. Rosaria, I... Calm down. I ran into Jean a moment ago. Lisa was with her. She's fine. Oh. Really? Are you sure? That letter. Give it to me. Sure. If they're not talking about Jean in the letter, then what are they talking about? Did you really think they buried Jean underground? What a horrible thought! So, sister, have you found any leads?
Looking at the map, the perpetrator seems to have marked out an area around Dawn Winery. That's open land, so hiding something there... What could it be? Nice work! How'd you figure that out so quickly? Although, Dawn Winery? That's not the place we were thinking. Oh. Barbara, rather than letting your imagination get the better of you, stand up and face this head on. You're right. It's just... It's a little scary, right? That's why we're going with you. What do you say? Huh? Oh. That's very kind. And you, sister? Will you be accompanying us? No need. I knew straight away there was nothing to worry about. Huh? What does that mean? Nothing. Get going, then. Barbara, are you feeling a bit better now? Mm-hmm. I'm okay. Rosaria's right. Better to know the ways of the enemy than stand here scaring myself. That's right. Let's get moving. Thank you. All of you. Let's get to the location and see what we find. Yep, yep. Go, Barbara, go! Ich wollte ihren Player-Model begutachten. Nein! Aber sie hat definitiv die größten Brüste, glaube ich, das hier im Spiel. Ich glaube... Übertrifft Jean und dieser. Und die haben schon eigentlich. Zumindest Jean hat eine normale Größe. Dieser hat schon ein bisschen überproportioniert, aber naja. Ich dachte zwar eigentlich die Ruine da hinten, aber da hier jetzt Diebe rumstehen, werde ich wahrscheinlich dahin müssen. So, Leute. Weil sie tot sind. Oh, it looks like there's something on the ground. What is this? Quick, let's open it. I. Oh, interesting. Such an exquisite gift box. What's it doing out here in the wilderness? Wow, what a beautiful windwheel aster wreath, and so many paper stars. Will damit nur jemand deine Aufmerksamkeit erregen? Looks like our perpetrator is really just one of Barbara's fans. There's oh, a note. What does it say? Let's see. So sorry to get your attention this way. Please accept this windbloom as a sign of my sincere admiration for your virtue and sweetness. Huh. So it's fraudulent intimidation then? Be it for the gods or that special someone, flowers should be offered in utmost sincerity. It's the most important ceremony of the Windbloom Festival. Flowers of love and blessings sent on such a special occasion. No effort should be spared to make it spectacular. Behind the questionable methodology, here we have a meticulously thought out and heartfelt gift. Huh. Laying it on a little thick, aren't we? Still seems like someone with a few screws loose to Paimon. Albert. Maybe you're right. I think I have a suspect in mind who fits that description. Who? Glaube ich kenne die Antwort auch. Albert. Shh. No telling now. I'd like Paimon to make a few guesses. You're so annoying. Windblumenfest Teil 2 abgeschlossen. Oh, das war schon? Zeitung von Wolken und Nebel. Aha. Okay. Okay, das ist wieder ein Event, was immer nur so eine halbstündige Questreihe hat. Ist das richtig? Also es ist im Endeffekt mit vier Teilen auf den Teil auf die Länge kommt, wie sonst eine einzige. Und dann auch über Tage verteilt. Ja gut, von mir aus. Kann man mit leben, kann ich mit leben. Ich halt hier draußen, dann kann ich auch mal ganz kurz. Useless. You motherfuckers. By royal decree. Let's dance. Ich find's so schade, dass halt Rosaria erst in 2 Wochen kommt. Wenn das Event zu Ende ist. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken immer. Rosaria im Venti-Banner wäre mir halt dort lieber gewesen dann. Nämlich jetzt bei. Oh.
Tartaglia rausgefunden habe, wie man ihn eigentlich spielen kann oder sollte. So, gut. Ich würde sagen, Blumen im Wind. Hatten der Gelüste, hier Schuss der Treffer. Ich habe, glaube ich, Lust auf Snipen gleich. Wo muss ich hin? Zum Spielsaal da hinten. Gut. Aber das mache ich dann gleich, weil ich werde mich jetzt auch auf Dingens dann umschalten. Höchstwahrscheinlich auf Maustastaturbetrieb, weil irgendwie ist es mir jetzt lieber, wenn ich jetzt mit Maus gleich zielen darf. Warte mal, kann ich jetzt? Man kann halt immer nur eins nutzen, das ist bescheuert, aber egal. Gut, ich sag dann einfach mal schnell ciao und bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal, ja, dann.